Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Ich begrüße Sie und euch im Namen der Stiftung Medico International und des Vereins zum alljährlichen Symposium der Stiftung Medico International. Wir beschäftigen uns heute, hört man mich, ja, mit Europa als Handlungsfeld für eine mögliche andere Welt. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, ob eine dem Internationalismus und der Solidarität verpflichtete Hilfsorganisation in dieser Debatte um eine Neugründung Europas mit einer eigenen Stimme sprechen muss. Ich möchte kurz begründen, warum ich glaube, dass das nötig ist. Seit vergangenen Sommer erleben wir eine Auseinandersetzung zwischen einem solidarischen Europa in all seinen Facetten und einem immer stärker werdenden erschreckenden Rechtspopulismus. So viele Anfragen beim Medico, Aufrufe zu unterzeichnen, Veranstaltungen zu diversen Themen durchzuführen, gab es schon lange nicht mehr. Bei all diesen öffentlichen Aktivitäten, morgen ist wieder so eine, Welcome to Stay in Leipzig, Ramona und ich sind auch wieder da, geht es immer um richtige Ziele. Eine solidarische Flüchtlingspolitik, Verteidigung des Asylrechts, keine Festung Europa. Doch wir leben in Zeiten, in denen diese Ziele unerreichbar erscheinen und die Straße derzeit Menschen und Politikern gehört, die das Gegenteil dieser Ziele verfolgen. Die Bewegung der Solidarität, die Willkommenskultur, ja sogar die SPD-Politiker, wie kürzlich Sigmar Gabriel in einem Interview in der Zeit, die ihre linken Wurzeln wiederentdecken, alle versuchen, ein solidarisches, menschenrechtlich und sozialstaatlich orientiertes Europa zu verteidigen. Das ist richtig. Aber ist es ausreichend? Wir leben in einer Zeitenwende, in der wir Europa als Europa der Demokratie, Freiheit und der Menschenrechte neu erfinden und transnational, ja transkontinental denken müssen. Eine Zeitenwende, die einer politischen Revolution, wie Bernie Sanders sagt, bedarf, für die wir erst noch Sprache und politisches Programm entwickeln müssen. Und vielleicht kann hier Medico doch einen größeren Beitrag leisten, als man gemeinhin bei einer Hilfsorganisation vermuten könnte. Worin drückt sich diese Zeitenwende aus? Vielleicht ein Beispiel aus der Erfahrung von Medico International. Als im globalen Süden handelnde Hilfs- und Menschenrechtsorganisation sind wir seit vielen Jahren mit Partnerinnen und Partnern weltweit vernetzt und im Austausch über das, was sich global ereignet. Ihr Blick auf Europa ist geprägt von der Erinnerung an die koloniale Herrschaft, die in vielen Regionen eine Spur der Verwüstung in vielerlei Hinsicht hinterlassen hat. Und diese Verwüstung ist durch die globale Herrschaft des Kapitalismus, wie er sich in den letzten 25 Jahren in den letzten Winkel der Erde ausgebreitet hat, noch tiefer geworden. Wir erleben heute, wie Warren Buffett sagt, weltweit einen Krieg der Reichen gegen die Armen. Es braucht also keine große Vorstellungskraft, dass dieser Krieg die Ärmsten am schlimmsten trifft. Aus der Sicht vieler unserer Partner symbolisiert diese globale Entwicklung das Ende von Europa. Denn sie geht mit Prozessen der Entdemokratisierung, Refeudalisierung und einer immer weiter wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich einher. Diese Entwicklung bedeutet das Scheitern des auch europäischen Versprechens, das mit der Ausbreitung der kapitalistischen Ökonomie in ihren modernen Formen Errungenschaften einhergehen. Menschenrechte, die mehr sind als Papiertiger, Demokratie, die Gemeinwohl fördert und soziale Wohlfahrt statt Ausgrenzung der Schwächsten. Der neoliberale Sprech vom Trickle-Down hat das nie gemeint, aber genau aus diesen Grundpfeilern einer europäischen Idee bestanden sicherlich die Erwartungen von vielen in der Welt, die für das Glück der nächsten Generation bereitwillig größte Anpassungsleistungen an die herrschenden ökonomischen Verhältnisse vollbracht haben. Ich denke an die Näherin in Bangladesch, an viele andere Partner, mit denen wir zu tun haben und deren Interessen wir versuchen hier zu vertreten. Wie können diese Versprechen wieder mehr sein als nur wohlfeile Losungen, die dazu dienen, die eigenen Privilegien hier in Europa zu verteidigen? Die Willkommensbewegung in den letzten Monaten hat das vorgemacht und sie ist fast aus dem Nichts entstanden, was Hoffnung macht. Es geht nur durch die Bereitschaft, die eigenen Privilegien in Frage zu stellen.
Das haben Einzelne dort mit großer Radikalität getan. Nicht Angst und Abschottung, die sich nur noch mit einem Überlegenheitswahn rechtfertigen lässt, sondern ein menschenrechtlich ausgerichtetes Verständnis von Politik kann auch unsere eigene demokratische Zukunft sichern. Die Ideen der Gleichheit und der Freiheit, für die der europäische Gedanke seit der Französischen Revolution steht, waren und sind universell. Sie kann man nur verteidigen, wenn man heute begreift, dass sie unteilbar sind. Das heißt, der bisherige Status quo ist nicht mehr aufrechtzuerhalten, außer um den Preis der Aufgabe dieser Ideen auch für unser konkretes Leben hier. Heute wollen wir deshalb hier uns mit alternativen Weltentwürfen beschäftigen, für die Europa als ein Kontinent, der noch eine Vormachtstellung besitzt, ein Ausgangspunkt sein muss. Wichtige Themen stehen da zur Debatte. Thomas Gebauer wird die Frage nach der Transformation des herrschenden Realitätsprinzips aufwerfen. Sonja Buckel die Veränderung der imperialen Lebensweise als emanzipatorische Idee vorstellen. Dennis Eversberg mit einer Vision der Postwachstumsgesellschaft, die die Vision eines guten Lebens entwirft. Robert Missig versucht sich in einer Beschreibung einer Gesellschaft von morgen, ausgehend von seinem jüngsten Buch mit dem vielsagenden Titel Kapitalismus. Wir versuchen also heute Vormittag tatsächlich eine kapitalismuskritische Sprache zu entwickeln, ohne in überkommene Feindbilder zu verfallen, die schnell eine zweifelhafte Einigkeit begründen. In Zeiten des rechten Populismus wäre das keine gute Idee, dasselbe Muster nur links gewendet zu verwenden. Wenn wir heute Vormittag ein hegemoniales Projekt versuchen zu formulieren, dann ist es nicht nur plural, sondern auch geprägt von der Suche nach Alternativen gegen einen Zeitgeist der Alternativlosigkeit. Also wir versuchen auch ein Stück Hoffnung zu formulieren. Eine Hoffnung, die offen ist für den Widerspruch. Nachdem wir also die schöne neue Welt heute Vormittag gezeichnet haben, werden wir uns alle überfordern mit dem Beitrag von Kadri Ismail. Denn sein Text beschäftigt sich mit der Frage, ist Europa ohne Eurozentrismus überhaupt denkbar, also ohne seinen Anspruch auf Vorherrschaft. Wie das so ist mit der Vorherrschaft, heute mehr als je zuvor, ist Europa eine Festung. Und deshalb muss Thomas Seibert den Text von Kadri Ismail vorlesen, denn der vielgefragte Wissenschaftler aus Sri Lanka, der seit Jahr und Tag vergleichende Literaturwissenschaften in Minnesota lehrt, hat kein Visum für Deutschland erhalten. Das sind bürokratische Hürden gewesen, es war kein politischer Akt, aber da sich das europäische System mittlerweile weltweit verbreitet, braucht der Pass in jedem Land, wo er hin will, immer sehr viel länger als eingeplant und deshalb hat es nicht mehr gereicht. Also hier werden die Grenzen Europas nur allzu deutlich sichtbar. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass für ihn der Kasseler Politikwissenschaftler Aram Ziyai ganz kurzfristig für die abschließende Podiumsdiskussion eingesprungen ist und eine Doppelrolle einnimmt, von innen und von außen auf die europäische Debatte zu blicken. Zum Abschluss meiner Einführung möchte ich dem heutigen Tag noch eine Spur Emotionalität mitgeben, wie sie nur die Kunst vermitteln kann. Ich hoffe, dass das klappt, aber ich bin kein Mensch mit, der das hinkriegt hier mit PowerPoint. Nicht weit von hier, ganz 5 Minuten, im Museum für moderne Kunst findet gerade eine Ausstellung des algerisch-französischen Künstlers Kader Atia statt, die ich Ihnen allen hier ans Herz legen möchte. Sacrifice and Harmony ist ihr Titel. Eines der Kunstwerke darf ich mit der Genehmigung des Museums hier vorstellen. So, jetzt versuche ich es. Ja. Eine Weltkugel, die alle Grenzen überwindet, zerbrechlich ist, versehen mit Narben, die nur notdürftig geflickt sind. Eine Weltkugel als Flickenteppich voller Schönheit und Poesie, die von innen leuchtet. Kader Atia nennt sie Chaos and Repair equal Universe. Chaos und Reparatur ist gleich das Universum. Das Konzept der sichtbaren Reparatur, das hat er entwickelt, ist gegen die Amnesie gerichtet. Nähte und Narben sind die Zeugnisse einer Geschichte. Wir reden also nicht von einer perfekten Welt und einem Menschenbild, das sich dieser Perfektion unterwerfen muss. Im Gegenteil, Reparatur und Reparation sind bei Kader Atia in eins gedacht. Ein spannendes Konzept, das aus meiner Sicht Europa auf eine sehr kluge Weise überwindet. Ich wünsche uns allen deshalb einen spannenden, freudvollen, diskussionsvollen und lebendigen Tag und bitte jetzt als erstes Thomas Gebauer
ans Podium, Geschäftsführer von Medico International. Er wird sich in seinem Redebeitrag mit dem Thema Weltoffenheit beschäftigen. Danke.